Klick, raus hier. So. Prozent nur. Ach komm schon, Jungs. Ich will meinen Alkohol. Wir sind auf null. Wir sind schon auf 4,5 Herzen runter. So, ihr seid noch okay. Also halb. Habt ihr trotzdem Ertrag? Bisher nicht. Haben die anderen bisher Ertrag? Nee, das kommt wahrscheinlich erst im Herbst mit den Nüssen. Der hier sieht auch nicht so frisch aus. Mit den ganzen Löchern drin. Pfirsiche? Pfirsiche sind noch nicht reif. ...84, ja doch. Also bis zur Ernte kriegen sie das gerade mal hin bei denen, ne? Erwachsene, okay, Studenten sind noch nicht viele. Was mache ich jetzt als nächstes? Überlegen wir mal ein bisschen. Also eventuell könnten wir hier unten noch ein Feld hinbauen oder irgendwas anderes, um die Nahrung zu ergänzen. Ein Fischer wäre es aber nicht schlecht hier, weil er schön viel Wasser drumherum hat. Dann hätten die alle schön Fisch. Aber dann müsste der arme Fischer, der hier ist, auch irgendwo ein Haus haben. Und der würde wahrscheinlich trotzdem irgendwann gerne mal nach oben gehen, um sich da Werkzeug zu holen. Oder Pilze oder was auch immer. Ein Wollmantel. Ich soll lieber hier dran arbeiten. Weil diese Oberstadt ist noch lange nicht fertig. Was wir jetzt eigentlich machen müssten, wäre nicht hier Häuser ransetzen. Genau, in dem Radius noch Häuser ransetzen und erst dahinter wieder Felder. Weil wir dürfen nicht so eine riesigen Blöcke aus Felder haben, dann haben wir wieder zu lange Wege. Und vielleicht noch ein Storage sparen hier, damit die Leute nicht so weit laufen müssen. Also ja, der Marktplatz ist da, aber ne, jedes kleines bisschen hilft. Und die ganzen Wege mal zu Steinwegen machen. So. So. Damit auch die Bilder und Laborer mal was zu tun haben. So, so, so. So. Hier ist noch nicht alles Stein. So. So. Also, wir hätten gerne ein Storage Barn. Da. Wie war der Radius? So, also hier kann noch ein Haus hin. Wir hätten gerne ein Steinhaus. Wir hätten gerne ein Storage Barn. Und daneben verschwindet ein Platz anscheinend von der Größe her. Obwohl ein Haus könnte später theoretisch noch hinpassen, auch wenn es außerhalb des Radius vom Marktplatz wäre. Und ich würde echt gerne den Radius erhöhen können durch mehr Arbeiter. Was aber nicht klappt. Na gut, man könnte später hier noch einen Marktplatz hinsetzen, aber das dauert noch. So, 23.000. Wir müssten jetzt richtig schön viel Weizen haben. Wir haben kein Leder, das ist für was anderes. Wir haben viele Bohnen. Wir haben sehr viele Pilze. Weizen, 1.800. 2.000, okay. Kommt noch was rein. Du hast... Was machst du mit den Eiern in dem Alkohol? 175 Weizen. 170 Birnen. Wie viele Birnen haben wir? 590. Schalt du mal bitte um auf Weizen. Damit wir die Birnen wirklich als Nahrungsergänzung haben. Solange bis die irgendwann mal genug abgeworfen haben, wir einen Vorrat an 10.000 Birnen haben, dann können wir wieder die beiden auf Birnen umschalten. Und so regulieren wir nach und nach, was zu essen da ist und was für ein Alkohol da ist. Weil irgendwann sagen die ganzen Bauern auch, ich kann keinen Birnenschnaps mehr sehen. Wo ist der Weizenschnaps? Und dann kriegen die halt Weizenschnaps. So. Also Korn. Wie man so schön sagt. Elf Laborer. Du bist nicht aktiv. Wer wohnt hier? Zwei Gatherer. Männlein, Weiblein. Noch jung genug, die kriegen bald Kinder. Also mit den Häusern hier unten klappt schon mal super. Sache ist halt nur mit dem Essen.
Den wird's nicht so gut gehen. Wow. Hab nichts gesagt. Und dir? Hier geht's auch super. Okay. Neue Theorie. Die Leute freuen sich einen Keks, wenn sie mal ein bisschen außerhalb wohnen dürfen und nicht den ganzen Tag irgendwelches Gebrabbel auf der Straße hören. Und mu, 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 mu. Wie schaut's bei euch aus? Wie geht's den Kindern? Neunjähriges Kind mitten im Wald. Wie geht's dir? 4 Herzen. Ist okay. 5 Herzen bei dir. 4 Herzen bei dir. 4,5 Herzen bei dir. Und die eine hier, die Rosalinze. Die ist ja eh hier oben in der Stadt unterwegs. Also selbst wenn sie unten Häuser haben und ihre Arbeitsstelle, sind sie trotzdem noch oben aktiv. Das war aber auch abzusehen. Und die laufen ganz schön komisch hier. Okay, warte mal. Wir haben genug Steine. Ich hätte gerne hier die Steinstraße verlängert. Das hier waren 15x15 Felder, ne? Ja. Ich hätte gerne da ein fiktives 15x15 Feld. Das nicht benutzt wird. Dann würde ich da gerne eine Straße lang bauen. So. Und ich, ja, es geht dran vorbei, sehr gut. Oh, oh, oh. Perfekt. Das lässt mein Symmetrieherz höher schlagen. Geil. Okay. Das war Gottes Fügung mit diesem Werk. Ja, sehr schön. Und das wird dann nach und nach aus einer Steinstraße gemacht. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt eigentlich schon zu einer Steinstraße machen könnte. Wie viel Stein braucht das? 76, ja. Das ist ein Lacher. So. Und dann laufen sie hoffentlich nicht mehr hier quer über die Hügel, sondern hier rüber. Alternativ könnten wir auch hier einen schrägen Weg bauen, aber ich mag keine schrägen Wege, nicht so wirklich. Naja, obwohl... geht gegen Berg. Mach mal hier. Also ich teste erstmal. Und ja, ich weiß, ich kann das mit Shift machen, aber der macht dann so einen komischen Doppelweg und die finde ich komisch. Obwohl, mal gucken. Nee, komm. Von Hand, von Hand. Das Ding wenigstens gerade und nicht so komisch gebogen. So, so, so. Oh. So. Oh, Altersschwäche, Altersschwäche. Haben wir jetzt nicht schon wieder eine Todeswelle, oder? Ich habe extra darauf geachtet, dass wir ab und an mal neue Häuser bauen. So, also vielleicht ist das hier schneller. Müssen wir gleich mal gucken. 11 Laborer, die Bilder haben nichts zu tun. Geht's euch inzwischen schlechter oder besser? Genauso wie vorher. Ja, da sollte ich dran denken, so alle 1-2 Folgen mal zu denen zu gucken. Und zu gucken, wie es deren Herzen so geht und Glücklichkeit. Weil die haben ja auch keine Tavernen hier unten, die haben keine schöne Kirche, die haben keinen Marktplatz. Wir haben nur einen Friedhof und ganz viel Holz um sich rum. So. Forester. Forester war im Gespräch, hier hinten hinzustellen. Denn wirklich weiter nach da wird sie das Ding hier erstmal nicht ausbreiten. Denke ich eher weiter nach oben, um eventuell hier einen dritten Marktplatz später hinzustellen. Das mit den Laborern wird momentan aber nicht so wirklich was. Außerdem haben wir keinen Weg darüber. Können wir hier einen Weg lang bauen? Ja, sehr gut. Ein Dirtweg bitte nach hier hinten so. Und dann mal gucken, wie der Einflussbereich so ist. Von einem Forester, nicht einem Woodcutter. So. Oh, wir können den Hügel verdecken. Ja, sehr geil. Das mache ich auf jeden Fall, denn das ist der doofe Hügelente nicht mehr zu sehen. Das Ding da, es regt mich tierisch auf, dass wir die Straßen da nicht weiterbauen können. So. Dann machen wir es einfach so. So. Klick. Jo, sehr schön. Da kommt ein Trader. Wir haben 1000 Feuerholz.
wollen wir noch schnell was hier hinschicken? Ich meine, wir haben Frühling. Wir haben jetzt noch ein paar Monate Zeit, Feuerholz zu hacken, die drei Jungs und Mädels hier. Ja, komm, wir schicken dir nochmal 200 Feuerholz extra hin. Das noch, das noch, das noch. Oh, und ich hätte gerne wieder Bohnen. Ich hätte gerne 1000 Bohnen. Und ich hätte gerne 1000 Kohl und Kartoffeln hatten wir recht viele auch noch. So, Cabbage. 1000. Kartoffeln? Kartoffeln, da. 1000. Falls jetzt der Trailer mit dem... Was war das? Den Birnen kommt? Ja, ich glaube, wir hatten Birnen gefordert. Dass wir noch schön was zum Tauschen haben und nicht unser Feuerholz für Essen eintauschen müssen. Das wäre echt übel. So. Das war Nummer 1. Du brauchst noch einen Stockpile. So. Oh. komischer Trade-Depot. Du kriegst noch mal ein bisschen was zum Tauschen. Wir haben inzwischen doch ziemlich viele Kräuter. Herbs da. Mach mal 300 Herbs dahin, bitte. Die dürften ja gut was wert sein. Und wir sollten ein paar von den... Was sind nur zwei? Hammer. Also wenn die Leute erstmal schöne Mäntel tragen und in Steinhäusern wohnen, dann verbrauchen die so wenig Kräuter, dass selbst zwei Herbalists so einen riesen Haufen Kräuter ansammeln können. Ah, das ist schick. So, Trader, was hast du Schönes? Beeren. Was? Beeren. Das muss der Gerug in der Vergangenheit irgendwann mal gemacht haben. Mit dem wahrscheinlich gleichen Gedanken. Komm, wir schicken mal einen Trader los, um Beeren zu holen. Und ich vor 10 Minuten komm, wir schicken mal einen Trader los, um Birnen zu holen. Ja, okay. Wir würden gerne alle Kartoffeln tauschen. Und dann kurz warten, ob noch mehr Sachen reinkommen von den geforderten Sachen. So. Klickatron, Klickatron. Gib ihm. So, 800, 800, tauschen. Das sind 30.000 Beeren. Wir könnten unser ganzes Essen in Beeren tauschen. Warum ist das Feuerholz hier nur 3 wert bei dem? Das ist komisch. Oh ja, komm, ihr Vendors, nee, Trader, holt mal bitte ganz schnell die Sachen zum Tauschen. Ich denke, er wird so in der Mitte des Sommers weggehen. Aber da kommen ja schon Schubkarrenladungen, sehr gut. Auch wenn die komische Routen nehmen. Kartoffeln 200, ein paar Bohnen. Chop, 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 chop. Wir haben es gleich Anfang Sommer. 500 Kartoffeln. 1000 Kartoffeln. Sehr gut. 1000. Und 250. Macht. 1250. Tauschen. So, unser Vorrat an Beeren sagt... Beeren? Da, 1300 Beeren. Unser Vorrat an Birnen sagt... Unser Vorrat an Wheat sagt... Also, Pause. Du stellst um auf Bären. Du stellst um auf Bären. So. Anfang Sommer. Ich glaube, das klappt nicht so ganz mit dem Tauschen, wie wir es jetzt gerne hätten. Aber wir können es fürs nächste Mal schon mal einstellen. Fisch, Hühnchen, wie schaut es damit eigentlich so aus? Und anderer Überproduktion. Pilze zum Beispiel. Wir haben ziemlich viele Pilze und Zwiebeln. Und Beeren. Wurzeln. Okay, Wurzeln tun wir noch rein. Da, Wurzeln.
Kann ich hier copy-pasten? Nein. Also 1000 Wurzeln. Wolle auf keinen Fall. Da sind Zwiebeln. Und Pilze. So, alles einlagern. Aber sehr schön. Also die Massen, die jetzt bei den Tradern reinkommen, die sind richtig in die Höhe gestiegen. Also es kann am Trinkgeld liegen. Wir haben ja doch vor einigen Folgen angefangen, ordentliches Trinkgeld zu geben. Oder einfach an der Größe des Dorfes. Wir sind hier inzwischen auf 175 Einwohner angestiegen. Und sind fast durchgehend auf 5 Herzen und 5 Sternchen. Also wir haben es richtig gut hier. Und der Borkenbefall ist auch weg. Schön, schön. Du brauchst noch ein, zwei Forester. So, okay. Du forstest hier hoffentlich alles auf, versteckst den doofen Hügel da. Und dann ignorieren wir die ganze Fläche für unsere Stadtexpansion erstmal. Und hier kann noch ein bisschen Kleinkram hin. Also vielleicht noch ein, zwei Woodcutter oder einfach nur Stockpiles, irgendwas in der Richtung. Bist du schon benutzt? Nicht wirklich, okay. Der Jäger ist jetzt ganz schön eingezäunt, produziert aber immer noch 560 Fleisch, okay. So, wir haben es Mitte Sommer. Trader wird gleich verschwinden. Also ein letzter Tausch noch. 1000 davon. 1000 oder so viel wie halt geht davon. 1000 davon. Cabbage. 333. Kräuter ist noch kein einziges Packen gekommen. Okay, die Laufwege hier hoch könnten recht weit sein von den Kräuterhexen, aber... Na gut, 3200, sagen wir mal. Was? Sagen wir mal 3000, Rest ist Trinkgeld. Damit du nächstes Jahr wieder so viele Beeren vorbeibringst. Tauschen. So. Und jetzt haben wir 5000 oder so Beeren und dürften dafür ein, zwei Jahre lang durchgehend Alkohol brauen können. Sehr schön.